Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Ja, neues Gameplay heute. Ich stelle euch The Tower 2 vor. Und The Tower 2 ist ein Game, was so 80er Jahre Cyberpunk-Style hat. Und also vom Look her hat mir das echt tierisch gefallen. Und ja, um was geht es sich? Also wir sind in einem Krieg, Maschine gegen Menschen, so wie ungefähr wie bei Terminator. Und ja, wir müssen unbedingt noch ein Raumschiff erreichen, um vom Planeten wegzukommen, um die Menschheit ja zu retten. So, das war das Grobe, was ich so mitbekommen habe. Vom Gameplay her, wir können uns nicht selber fortbewegen mit Thumbstick oder Teleport oder so, sondern es gibt virtuelle Laufbänder, auf denen wir uns fortbewegen. Man kann auch ein bisschen schneller vorwärts bewegen oder auch langsamer. Und ja, das ist im Groben und Ganzen die Fortbewegung. Und dann muss man halt Hindernissen ausweichen, sich ducken. Man kann auch schießen, also es kommen auch irgendwelche Drohnen angeflogen, die man abknallen muss und so weiter. Also vom Gameplay her macht echt Spaß. Es gibt auch einen Story-Modus und es gibt einen VPL-Modus. Ja, Story-Modus sagt ja eigentlich alles. Und VPL-Modus ist so eine Art, ja, da kann man Highscores knacken. Man kann also gegen Freunde sich battlen, sage ich mal, wer mehr Punkte hat und so weiter. Also auch ganz netter Modus, aber der hat es teilweise echt in sich, da sind Level bei. Da bin ich fast verzweifelt, aber das seht ihr nachher im Video. Ist echt mal was anderes. Also so ein Spiel habe ich so in dieser Fortbewegung auch noch nicht gehabt. Macht Spaß. Ist anstrengender, als es aussieht, definitiv. Also ich habe gut geschwitzt. Aber nichtsdestotrotz tierisch Spaß gemacht. Und ja, der Entwickler Headroom One hat mir 3 Keys zur Verlosung gegeben. Und ja, danke dafür auf jeden Fall. Und ja, die möchte ich an euch weitergeben. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt einfach unter die Kommentare, ja, ich möchte beim Gewinnspiel teilnehmen und wie heißt der Entwickler? Also wenn ihr die 2 Sachen erfüllt, seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Und ich würde jetzt mal so anpeilen, 15 Uhr, 6.11. ist Einsendeschluss. Und ja, dann schaue ich mal, wann ich es schaffe, da die Auslosung zu machen. Und ja, bei 3 Keys ist die Gewinnchance wahrscheinlich sehr hoch, je nachdem, wie viele Leute mitmachen. Und ja, ich werde es versuchen, auch live zu machen. Wenn es nicht klappt, ja, habt Erbarmen mit mir. Dann werde ich so bekannt geben. Aber ich denke mal schon, dass ich das live hinbekomme, dass wir da schnell so eine kleine Auslosung machen. Ja, das darf dazu. Und ich würde sagen, gehen wir mal kurz auf die Steam-Seite. Und ja, können wir uns mal ganz kurz hier den Trailer anschauen. Da wird dieses VPL mal ein bisschen ja, gezeigt, sage ich mal. Und springen wir mal so ein bisschen vor. So, da haben wir es. Und ja, ihr seht diese blauen und rosa-pinken Kugeln. Und die verschaffen uns Zeit. Und die wird von der Gesamtzeit am Ende abgerechnet. Das heißt, wenn wir viele von diesen Dingern sammeln, und wir haben ja, sag ich mal, 4 Minuten gebraucht, und wir sammeln 1 Minute, dann wird das davon abgezogen. Und ja, dadurch haben wir dann auch einen höheren Highscore, sage ich mal. Also cooler Modus, hat mir gefallen, aber echt hat's in sich, definitiv. Also der Look gefällt mir echt total, ist kein Grafikfeuerwerk, aber trotzdem hat's was Einzigartiges und meiner Meinung nach muss es nicht immer ein Grafikfeuerwerk sein, sondern ja, es muss stimmig sein und passen und hier passt das, auch hier dieser Story-Modus, also die Atmosphäre war gut, die Grafik war vollkommen in Ordnung. Klar kann man das jetzt nicht mit irgendwie, wenn man das mit Lo-Fi vergleicht. Da hat Lo-Fi dann natürlich noch eine viel bessere Grafik. Aber vollkommen ausreichend und mir hat es Spaß gemacht. Und das ist in VR die Hauptsache meiner Meinung nach. Darum geht es sich. Und ja, hier passt eigentlich fast alles. Ja, kostet 15 Euro, also 14,99 Euro. Und ich finde den Preis echt in Ordnung. Ist nicht so teuer. Es wird unterstützt, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift werden unterstützt hier. Stehend, raumfüllend, ja, also im Sitzen braucht man das nicht spielen, denn man muss sich echt viel bewegen, nach links, rechts ganz schnell schwenken und sich schon mal drehen und ducken, bücken und ja, also ist anstrengender, als es aussieht. Aber nichtsdestotrotz hat das echt Spaß gemacht und ja, ich spare mir hier auch das Fazit, denn von mir gibt es definitiv eine Kaufempfehlung. Also
War echt super, das Spiel. Und beide Modis haben mir Spaß gemacht. Der Story-Modus, den werde ich auch auf jeden Fall noch mal weiterspielen. Den habe ich jetzt nur mal so angerissen. Und ja, den VPL-Modus, da habe ich auch ein paar Maps gespielt, die echt cool waren, aber auch schwer. Ja, wenn euch das Gameplay zusagt, unterstützt den Entwickler, kauft das Game, der wird sich mit Sicherheit freuen. Aber erstmal gibt es ja das Gewinnspiel bei mir, von daher, vielleicht habt ihr Glück und gewinnt das Spiel. 3 Keys ist ja auch nicht wenig, also die Gewinnchance ist hoch. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, Leute, willkommen im Menü von The Tower 2. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Also, hier haben wir die Einstellmöglichkeiten, die wir machen können. Hier haben wir unsere Trophäensammlung. Ich habe eben mal ganz kurz reingeschaut und habe eine Trophäe gesammelt. Hier liegen ein paar Europaletten. Im Menü sieht es ganz cool aus. Und ja, es gibt 2 Spielmodis in The Tower 2. Das ist einmal die Hauptstory und dann gibt es mal so einen VPL-Modus. Ich zeige euch beide. Wir fangen aber mit dem Story-Modus an und springen dann später mal in den VPL-Modus rein. Training sparen wir uns jetzt. Da wird uns halt so ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ja, Optionen. Ne? Hier, Use Tunnel Rotation. Also wenn wir uns rotieren, dass wir dieses Tunnelvisier haben. Ich nutze jetzt hier Snap Rotation, das gefällt mir immer am besten. Checkpoints lassen wir einfach. Und ja, Use Sticky Sprint, also wir können mit dem Stick auch ein bisschen schneller laufen, sage ich mal. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an und viel Spaß. Okay. Fliegt irgendwas Böses? The Future 2013. Hat so ein bisschen was von Terminator. Last humans are trying to find safety in off-world sanctuaries. Also Zufluchtsstätten. You're on a mission to reach the last spaceship that is about to leave Earth. The final battle for the future of mankind will be fought tonight. Okay, wir versuchen irgendein Raumschiff zu erreichen. Um die Menschheit zu retten, scheinbar. Okay, wir sind jetzt in irgendeinem Tunnel. Benutze mal gerade den Sprint. Das wäre auch cool mit der Quest, das Spiel. Dann ist man nicht so am Kabel gebunden. Okay, man muss sich auch immer bücken, wenn irgendwelche Gegenstände kommen. Oh, okay. Irgendwelche Züge? Also die dürfen uns nicht berühren. Wäre uns übel. Okay, wir können uns nicht frei bewegen. Wir sind immer auf diesen Laufflächen, sage ich mal. Hier müssen wir uns wieder ducken. Also es gibt eine Recenter-Taste. Leider funktioniert die bei mir nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob es an den Index-Controllern liegt. Tower Station. Das war meine erste Trophäe, die ich eben mal schon mal gesammelt habe. Und ab hier habe ich auch nicht mehr weitergespielt. Okay. Ich bin doch rübergegangen. Okay, nochmal. Also hier müssen wir schnell sein. Der Look gefällt mir auf jeden Fall. Was von Lo-Fi auch. Aber oh, das ist nicht gut. Nee, da fliegt irgendwas.
DR101. Jetzt habe ich wieder eine Kassette gefunden. Weiß nicht, für was die sind, ob das wirklich nur diese Trophäen sind. Wir haben jetzt schon eine Waffe, jawohl. So muss das sein. Total cooler Look, also gefällt mir. Wow. Okay, also uns ist nichts passiert. Ja, ich komme mit dir mit. Also hier können wir uns festhalten. An der Drohne. Muss mich gerade mal wieder richtig drehen. Also in dem Spiel verliert man schnell die Orientierung im Raum selber. Der Look, die Soundeffekte, also mega. Gefällt mir richtig gut. Wo sind noch ein paar böse Roboter? Jetzt auf jeden Fall einen starken Antrieb, dass sie uns hier hochheben kann. Da geht's weiter auf dieser Plattform. Wir halten die Knarre mal, ich weiß nicht, was noch kommt. Okay, was war das? Dreh mich nochmal richtig. So. Da knacken die Knie. Mit der Quest wäre das natürlich genial, dann hat man kein Kabel und kann immer wieder sich drehen, wie man will. Aber dafür gibt es den Snap-Turn. Geronimo! Ach, ich bin doch über... Gar nicht so einfach. So, jetzt aber. Jetzt schaffen wir es. Alter. Euer Ernst? Jetzt habe ich's. Okay, jetzt müssen wir uns immer hier langhangeln. Das geht echt super von der Hand. Sehr gut. Okay, hier müssen wir aufpassen. Aber hier muss man sich schnell ducken und so weiter. Hier, oh, da oben wurde, glaube ich, geschossen. Okay, was jetzt? Okay, runterfallen lassen. Und festhalten. Second Hand Faces. Nee, muss nicht sein. Da behalte ich lieber mein olles Gesicht. Cool ist dieser Timer, da weiß man immer, wie lange man schon hier drin ist. Das kennt noch jeder, oder? Dieses aufwendige Game. Ja, damals hatte man nichts anderes so in den 80ern.
Also Steuerung geht echt super von der Hand. Recenter wäre echt nicht schlecht. Den gibt's wohl, aber wie gesagt, ich kann ihn irgendwie nicht benutzen. Ah, zwei Knarren. Die nehmen wir uns auch jetzt. Wir wollen es wissen. Auch Wolken bei den Explosionen sehen ganz gut aus. Sind natürlich keine mega realistischen Explosionen jetzt, aber muss auch nicht sein. Wow! Gucken, was passiert, wenn ich die jetzt hier halte. Weil da wird uns angezeigt, keine Waffenzone. Der Hunter-Killer. Die Freiheitsstatue. Was passiert jetzt? Oh! So kann man es auch regeln, ne? Oh! Keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Tu mir nichts. Ah, ist klar. Okay. Ich dachte, der würde mir jetzt nichts tun. Da war die Wand. Also der schießt auf mich. Muss ich auch noch den Scheiben da ausweichen. Aufpassen. Das macht er wahrscheinlich jetzt wieder. Du triffst mich nicht. Nicht nochmal. Okay. Der wird lästig. Oh, das ging ja so schnell. Eben hat er mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, dass ich mich ducken konnte. Erstmal aufrecht stehen bleiben. Aber sonst kriegen wir ihn nicht mehr. Oder wir können uns dann nicht mehr ducken. Okay, also hoch. Nein! Ach, warum kann ich denn auf einmal die Pistole nicht mehr greifen? Flieg uns davon! Später kriegen wir dich. Das war aber gerade komisch. Ich konnte irgendwie die Waffen nicht so schnell greifen. Who controls the past, controls the future. Who controls the present, controls the past. Ich glaube, das habe ich bei Pros Enlightenment auch schon mal gelesen. Also wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert auch die Zukunft. Wo ich das ein? Da will ich nicht rein. Geh nicht kaputt, kleine Drohne. Warte mal, wir drehen uns mal so. Letzte Baum. Geht's da auch hin? Ja, es scheint da hinzugehen. Okay. Warum habe ich das geahnt? Also ich bin ein bisschen Motion Sickness anfällig, aber das geht vollkommen in Ordnung. Überhaupt kein Problem.
Da war eine Kassette, aber die konnte ich so schnell gar nicht nehmen. Welcome to Delta City. Jetzt geht's aber wieder, okay. Okay, ach so. Ich muss schon wohl die Scheibe kaputt schießen. Ich auch selber drauf kommen können. Mit den Drohnen fliegen ist cool. Okay, die schießen immer wieder. Ist halt Krieg, Maschinen gegen Menschen. Terminator lässt grüßen. Habe ich die Waffe da hingelegt? Ja, und hoch. Schnell, 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 schnell. Okay, hier kann man so festhalten. Und das war's. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in diesen VPL-Modus. Das war der Story-Modus, den wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und jetzt kommt der VPL-Modus. So, hier sind wir im VPL-Modus und ja, ist halt keine Story, ist ein bisschen was schneller. Wir müssen auch immer solche ja, Teile berühren mit den Händen, aber das sehen wir jetzt gleich. Ist auch ein cooler Modus, finde ich. Und ja, legen wir einfach mal los. Viel Spaß. So, da sind wir. Und es passiert auch nichts, wenn ich die mit dem falschen Handschuh berühre. Ich kann die dann nur nicht einsammeln. Kann ich euch jetzt hier mal kurz zeigen? Ne? Passiert nichts. Wäre ich fast runtergefallen, glaube ich. Also der Look vom Spiel hat auf jeden Fall irgendwas, also... ist schon was Besonderes. Auch mal ein bisschen beschleunigen hier. Das müssen wir auch hier rüber wieder. Okay, jetzt wird's schnell hier. Ne. Uiuiuiui. Schnell, schnell, schnell.
Okay, wir haben es geschafft, davon da wegzukommen. Da das Sanduhren sind in diesen Teilen, denke ich mal, dass das uns Zeit verschafft. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn wir gar keine sammeln, ob wir dann auf einmal keine Zeit mehr haben. Oh, wird aber verdammt schnell das Ganze. Okay. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Also gar nicht so einfach, finde ich. Oh Gott, ich hätte fast losgelassen. Was ist hier los? Ich krieg ja überhaupt keinen mehr. Ah, falsch. Och nö, ne? Ist das schwer. Aber kein schlechter Modus. Aber verdammt. Schwer, muss ich sagen. Geh auf, geh auf, geh auf. Ja, ich musste doch zur Seite. Yes. Okay, 97 von 120. Okay, okay. Man sammelt diese Dinger und dann geht die Zeit runter. Also man bekommt dann mehr Zeit und ja, ist dadurch besser, mehr Punkte. Da kommt man schon ins Schwitzen, würde ich sagen. Was ist denn dieses? Achso, Sky ist normal, okay. Ah, hier haben wir noch verschiedene Maps. Eine Auswahl. Machen wir mal Station. Hat auch was. Okay, wir müssen jetzt runter. Wow. Ich hoffe nur gleich, da ist keine Wand in der Nähe, dass ich da voll gegenlaufe. Das wäre übel. Okay. Zu früh hochgegangen. Das ist schwer. Aber cool. Schwer, aber verdammt cool. Oh, nee, nee. Krieg ich nicht. Ich überlebe lieber und krieg nicht alle. Gegangen. Ne, ich versuche die jetzt nicht zu nehmen.
Weiß ich gar nicht, wie ich die kriegen soll. Was war jetzt los? Nee. Ah! Drehen. Ach. Boah. Yes. Ist das anstrengend, Leute. Ich dachte, ich hätte sie erwischt. Ich denke, da waren auch noch welche. Ah, okay, ich hätte den Boden kaputt schießen müssen. Ah, okay. Ja, kaputt schießen und da ist ein Seil, was ich greifen muss. Nein! What the fuck? Boah, das ist ja hammerhart, das Game. Oder das Level. Also, es scheitert teilweise schon. Nee. Was? Das ist nicht einfach. Also man darf die Pistolen auf keinen Fall loslassen. Ja, eine muss ich jetzt loslassen. Ja, hat aber nicht geklappt. Okay, ich habe die Pistole gerade übersehen. Okay, Pistole dann wieder loslassen. Soll ich nehmen? Boah. Also die Map ist zu hart für mich. Nur noch ballern. Das werde ich nicht packen. Ich hab's geschafft. Okay. Die habe ich überhaupt nicht gesammelt, die Dinger. Da war gar keine Zeit für da. Die Entwickler sind schon böse, muss man sagen. Thank you.
noch was? Hölle. Echt Wahnsinn. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit The Tower 2.